Also man muss sagen, die Mehlfabrik ging ja ordentlich weg, ey. Mehr als das Doppelte. Der blinkt links und fährt rechts, der ist auch ein Spezialist, ey. So, Pelletfabrik gehört also so mit uns. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir bloß gucken, was ich dafür alles brauche. Dass ich da auch Zeug ankaufe. Aber darum kümmere ich mich erst morgen. Gehe ich mal nach Hause und mache ein Nickerchen. In den Unterlagen stand, dass wir dafür auch Stroh nehmen können für die Pelletfabrik. Das ist ganz in Ordnung. Oh lala. Die Bremse aber eingeschlagen. Hey. Ey, die Bremse ist ja übel hier. Was hat denn der Hans, der Jürgen da gemacht? Warte mal, wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? 21, 3, 10 Stunden. Ich halt noch einen Abwasch hier. Mensch, habe ich ja gar keine Lust. Oder nur einen Kaffee, ey. Kann man hier reingucken? 18.000. Wäre nämlich ganz sinnvoll, wenn ich noch irgendwie ein Feld oder sowas kaufen würde. Kostet 35.000. Oben 26.000. 26.000. Was ist denn da drauf? Gerste? Gerste ist gut, dafür gibt es Stroh. Ist da unten drauf? Raps. Alter, und die. Die Dieselproduktion für 100.000 ist auch nice. Naja. Dann gucken wir mal. Könnten wir uns vielleicht dann. Können wir den Feldzustand angucken? Müssen wir zweimal noch düngen.
kein nächstes Tier, das heißt, die vermehren sich gar nicht mehr. Ja. Das war ein bisschen ungeschickt. Mal kurz aufgewacht. So, jetzt ist besser. Gut, aber warte mal, was habe ich gesagt, was das kostet? 19 übrigens. 26.000. Ach so. Morgens das Feld checken hier. Ey, voll, geh weg. Fressen nicht mehr die ganzen Samen aus dem Dinger hier. So. Gut. Also gestern mal schön noch die Pelletfabrik gekauft. Das sollte man eigentlich mal hinfahren und gucken, was die alles braucht. Und eigentlich sollte ich auch noch ein paar Schafe mir zulegen. War ich doch gerade mal zum Hand. Achso, warte mal, warte mal. Hat der Harry nicht gesagt? Hallo? Hallo Harry, ja. Du hattest du nicht irgendwie verlauten lassen, dass du auch Tiertransporte machst? Ja. Ah, das ist gut. Ich bräuchte nämlich ein paar Merino Schafe. Merino Schafe? Ja. Ja, die würde ich dir bringen. Wie viel brauchst du denn? Kommt drauf an, was die gerade kosten. Auf jeden Fall habe ich, ganz kurz schauen. Ich habe 24 Stück habe ich in einmal Platz. Merino weiblich. 441 steht bei mir, ist das korrekt? Ja, kann schon sein. Ja, die sind halt auch nur ein paar Monate alt. Ja, ein Jahr sind die jetzt. 24 mal 450 machen wir mal. Oder was willst du pro? Was? Dann bringst du mal eine Ladung. Okay. Ja. Dann komme ich gleich. Okay, gut. Jo. Danke. Tschüss. Tschüss. Bin am Hof. Jo. Okay, gut. Können wir hier nämlich noch ein bisschen, die Wollproduktion starten. Kann man hier sauber machen. Und ich muss mir mal noch einen Frontladerumbau organisieren. Einen Anhänger brauche ich eigentlich auch noch. Vorhin dreckig. Naja, okay. Auch gut. Aber die haben Gewicht zugelegt. 51 Kilo. Ist doch schon mal gut. Füllen wir gerade mal noch ein bisschen Wasser nach.
Okay, was ist voll passt. Ups. So. Warte mal, ich könnte mal gerade gucken, ob das Gras schon wieder geschnitten werden kann. Nee. Düngen könnte ich. Habe ich einen Düngestreuer überhaupt? Glaube nicht. Nee. Es ist so langweilig gerade. Bisschen off-RP, das geht halt. Ist halt wegen dem Ding so. Wegen hier Seasons. Achso, warte mal, Gemeinderat, könnten wir doch gerade mal gucken. Ich kann mal gerade mal gucken fahren. Ich habe ja dem Harry gesagt, wir gucken das mal vom Gemeinderat her. Ihm da eine Möglichkeit geben, dass die Hackschnitzel angebaut werden, beziehungsweise die Pellets. Da müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie eine Option finden. Deshalb schaue ich mal gerade ein paar Felder an. Und dann muss ich auch noch mal gucken, was ich genau bei den Pellets brauche. Hier immer diese Berge hoch. Oh. Hey, was ist denn hier los? Der Harry ist im, der Hans-Peter ist in mich reingefahren und jetzt bin ich... Moment, Herr Müller, sind Sie mal ruhig hier unten. Harry? Ja? Nächstes Peter, Mal fahren Sie mal bitte nicht, mit wenn dem Herrn Ich bin ja nicht gefahren, der... Nein, Sie sind doch jetzt mit einem LKW gekommen. Ja. Ja, und Sie hupen, als wenn hier nichts wäre. Ja, ich habe ja gehupt, dass Sie mich sehen. Ja, da steht doch Blaulicht, obwohl es jetzt Orangelicht ist. Müsste aber dringend hier vorbei. Ja, es wäre wirklich dringend. So, ja, wir fahren alles weg. Passt. Okay. Lukas, Müller, Sie bleiben da unten. Ja, wir müssen lassen wir fahren. Eine Spur hier ist trotzdem gesperrt. Soll ich mit absperren mit einem Notarzt? Nee, ich fahr mal weiter. Warte mal. Marlon? Oder Hans? Nein. Wer ist jetzt wem reingefahren? Der Müller ist mir reingefahren. Nein, der Hans ist mir reingefahren. Herr Müller! Harry, du musst ausweichen. Herr Müller, bitte einmal mitkommen. Wo? Hier rüber. Wo ist hier rüber? Ins orange Auto. Kann dir das ganz genau erklären. Hinten reinsitzen und
und Schnabel mal weg. Hans, komm mal kurz rüber. Ja. Oder bist du beteiligt? Neumann, stellst du das Auto hier vorne auf die Ecke? Nee, dann will ich mit dir nicht reden. Hier sind so in der Kurve. Wo ich stehe, genau. Nee, hier. Mach dir mal. Merci. Lol. Okay.